Hey Leute, es geht weiter mit Silent Hill 2. Wir sind zuletzt hier in diesen Keller gekommen. Und ich habe das dumpfe Gefühl, dass wir jetzt irgendwie gleich Kampf haben oder so. Ich bin mir aber nicht sicher, ich erinnere mich einfach nicht mehr. Für den Fall der Fälle lade ich aber mal neu. Weil man weiß ja nie und dann behalten wir die Schrotflinte mal in der Hand. Und gehen durch die seltsame Tür. Oh oh. Na, wer kommt? Hallo. Mist. Geht doch. Geh schnell hin. Okay, da müsste noch einer liegen, aber erstmal gucke ich mich hier um, weil ich will da nicht vorbeilaufen an den Sachen. Geh mal dahin. Patronen. Und was ist das? Auf dem Schreibtisch liegen Dokumente. Sie haben aber nichts mit mir zu tun. Aha. Sonst nichts? Ist hier endlich mal eine Karte vielleicht? Eine Wandtafel, was auch immer drauf geschrieben stand, ist völlig verblasst und ich kann es nicht lesen. Hier sind aber Türen. Oh oh, offen. Oh oh. Aber wo denn? Wo denn? Was? Hey, warum treffe ich eigentlich nie? Und da kommt aber noch einer. Hallo? Oh. Schieß drauf. Mach schon. Oh. Hey. James? Du bist nicht besonders gut heute. Ja. Terrormusik. Zu. Was ist denn hier? Ein versifftes, dreckiges, ekliges Klo. Ich weiß immer nicht, ob ihr das alles so gut erkennen könnt. Oh Gott, der Lichtschein. Leute, ist da wirklich nichts drin gewesen jetzt? Ist einfach nur ein scheiß ekliger Raum. Ja, gut. Irgendwie trifft er mir gerade überhaupt nicht gut mit den Schrotflinten-Geschichten hier. Aber ich weiß auch nicht, ob ich eher die Pistole nehmen sollte. Ich werde es mal ausnahmsweise mal ausprobieren, obwohl ich weiß, dass sie einfach nicht so viel Wumms hat. Wo komme ich denn jetzt her? Ich weiß überhaupt nicht, wo ich herkomme. Was ist hier? Oh. Ich habe die Tafel, die Verführerin. Hier ist eine Dusche. Sie ist aber kaputt und es kommt kein Wasser heraus. Es ist einfach nur eklig hier. Was ist denn das eigentlich für ein Museum? Ganz ehrlich. Total merkwürdig hier alles. Noch eine Tür. Offen. Okay, das war gar nicht schlecht. Vielleicht sollte ich... Doch, ich behalte mal die Pistole weiterhin dabei. Oh, wir haben endlich mal ein Stockwerkkartending. Ich habe eine Karte des Gefängnisses. Wir sind im Gefängnis. Wir sind nämlich überhaupt nicht mehr im Museum. Wir sind im Gefängnis. Verdammte Scheiße, auf dem Schreibtisch liegen Dokumente. Sie haben aber nichts mit mir zu tun. Ja, ist ja toll. Abgeschlossen. Das heißt, wir finden noch einen Schlüssel. Offen. Warum sind wir im Gefängnis? Oh toll, wir sind hier in der Rezeption. Und da liegt irgendwie ein Feuerzeug auf der anderen Seite, was wir noch haben wollen oder so. Irgendwie ist es echt unheimlich hier, wenn ich das mal so sagen darf. Ich habe sogar Angst vor meinen eigenen Schatten. Okay, wir wollen da auf die andere Seite. Sehen wir aber was da? Nö. Nö, es ist einfach nur gruselig. Ja, war klar. Oh, noch eine offene Tür. Was ist das hier? Okay. Okay, ein Durchgang.
Naja, dann gehe ich mal nach vorne und fange mal hier an. Kaputt, kaputt, kaputt. Kaputt. Und. Oh, hier kann man auch durch. Moment, dann will ich aber erstmal nochmal die Seitentür ausprobieren. Oh Gott, ist das hier umfangreich? Und die ist auch offen. Ohne Karte würde ich hier total abluden. Auch wenn ich sie noch nicht benutzt habe. Hallo? Ja, kann ich mal was sehen? Ich denke, ich trete gerade drauf und das Vieh steht immer noch vor mir, oder was? Gesundheitsdrink, Dankeschön. Und da ist aber noch mehr. Hier ist ein Magazin. Habe ich noch nie gesehen. Wird wohl ein lokal herausgegebenes Magazin sein. Also ein Silent Hill Magazin. Toluca Lake, die wichtigste Touristenattraktion der Stadt. Dieser klare, prachtvolle See hat jedoch auch eine andere Seite. Es mag wie eine typische Gespenstergeschichte anmuten, auf die man. Mein Telefon klingelt. Ich lese einfach mal über das Klingeln hinweg. Es mag wie eine typische Gespenstergeschichte anmuten, auf die man in vielen alten Städten überall im Land stoßen könnte. Aber in diesem Fall ist die Le Legende, nehme ich mal an, Legend war. An einem nebligen Novembertag im Jahre 1918 kehrte die Little Baroness ein Schiff voller Urlauber nicht in den Hafen zurück. In einem Zeitungsartikel der damaligen Zeit heißt es nur, sie ist wohl aus irgendeinem Grund gesunken. Trotz einer gründlichen Suchaktion wurden bis heute weder Teile des Schiffs noch einer der 14 Körper von Passagieren oder Mannschaft geborgen. 1939 ereignete sich ein noch seltsamerer Vorfall. Es wurden viele Seiten herausgerissen. Viele Leichen ruhen auf dem Grund des Sees. Ihre knochigen Hände recken sich den Schiffen entgegen, die über sie hinwegfahren. Vielleicht greifen sie nach ihren Kameraden. Oh. Düstere Vergangenheit. Irgendwas liegt hier aber die ganze Zeit. Er guckt hier hin. Ich habe eine Ampulle. Jetzt hast du aber alles, ne? Nee. Auch den noch, bitte. Genau. Super. Kaputt. Blick hier gerade nicht durch, wo ich herkomme. Ich glaube von da, oder? Bin ich denn hier? Aha, da war ich also auch schon. Oh Gott, das ist umfangreich. Hilfe. Moment. Moment, da muss ich aber doch in die hinterliegende Tür hinter mir. Und die ist sogar offen. Und ich muss übrigens mal gucken, wie es mir geht. Aber es geht ihm soweit sogar noch ganz gut. Hätte ich gar nicht gedacht. Patron für die Pistole. Oh, noch mehr Sachen. Wo kommt. Jagdgewehr. Gewehrpatronen. Yeah! Gewehrpatronen. Noch mehr? Schrotpatronen. Krass. Voll der Jagdladen hier. Also so, Waffenladen, meine ich. Mit voll vielen Patronen und so. Ich lasse es aber mal mit der Pistole. Ich komme mit der sogar besser zurecht, gerade als ich gedacht hätte. Und spare mir mal die Patronen fürs Jagdgewehr. Das ist ja super. Und dann trampel ich schön auf der Leiche hier herum. Okay. Ja, da geht's jetzt dann auch noch rüber. Ich habe jetzt eigentlich mit was ganz anderem hier gerechnet, aber ich glaube, ich komme nicht drum rum, mich dann hier langsam immer vorzuarbeiten. Und dann gibt es ja auch noch nicht nur das Stockwerk, sondern auch noch die anderen. Ich halte mich mal links. Links und klapper die Türen ab. Ist das richtig so? Stehe ich jetzt richtig? Ja, ich wollte nämlich erstmal die Türen hier auf dem Gang abklappern. Auch offen. Mal speichern zwischendurch wäre auch nett. Hallo? Toiletten. Die finden wir immer gut. Oh, hier kann man sogar speichern. Wahnsinn. Aber so eine angetippte Tür, ne, damit würde ich überhaupt nicht klarkommen. Also wenn ich da jetzt in der Welt wäre, ich will den Überblick schlechthin haben. Also da würde ich mich nicht drauf verlassen, dass da jetzt nichts hinter wäre, an James Stelle. Wir gehen mal pissen am roten Klo und speichern ab. Wie soll man das denn sonst nennen hier, so ein Speicherbutton überm Klo? Ja, na dann.
Und wenn ich jetzt rausgehe, dann kommt ein ekliges Geräusch oder so. Nee, kommt sogar nicht. Aber ich fühle mich besser, dass wir jetzt hier gespeichert haben. Die nächste Zelle. Hi. Voll eklig hier und gruselig. Er macht ja auch die Tür nicht auf. Und die da hinten ist auch noch ganz zu. Wie schrecklich. Ich klopfe an die Tür, aber niemand antwortet. Oh Gott. Ist da etwa jemand drinne oder was? Es war so klar. Es war so klar. Ja. Ciao. Dann nicht. Ich hab geklopft. Aber du wolltest ja nicht. So. Was jetzt? Die nächsten beiden rechts auch noch. Dann gehen wir mal hier rein, wenn es geht. Geht aber nicht. Die ist aber offen. Hallo? Ach, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Feuerzeug. Okay. Steht hier auch noch was? Die Musik hier ist auch so schrecklich beim Empfang. Das ist. Oh Gott, raus hier, raus hier. So, und jetzt bin ich wieder hier. Und da komme ich dann rüber auf die andere Seite. Aber eigentlich müsste ich ja nochmal die hinteren ausprobieren, bevor ich hier weitergehe. Und dann sind da auch noch so viele Zellen und oh Gott. Was soll ich denn anderes dazu sagen? Es ist einfach nur schlimm hier. Ein Gefängnis in Silent Hill. Wer will das bitte? Furchtbar. So. Also, Leute. Da kann ich speichern. Ich habe aber noch mehr Türen da vorne. Welche denn? Die hinter den Zellen hier oder was? Was ist das hier? Kaputt. Oh Gott. Ey, das ist richtig schlimm hier. Also es sieht auch einfach so furchtbar aus. Dann haben wir hier noch eine Klappe. Da ist eine Abdeckung auf dem Boden, aber ich kann sie nicht öffnen. Da ist nur eine Vertiefung, wo früher wohl ein Griff war. Da können wir aber bestimmt doch irgendwas noch hintun. Kaputt. Kaputt. Was kann man denn da wo mal benutzen? Vielleicht hier unser Brett? Nee, das können wir. Nee, dann behalte ich mal lieber die Pistole in der Hand. Und lade die auch direkt mal neu. Es ist viel besser. Das kann ich kombinieren. Metallenes Feuerzeug. Die Flamme scheint stärker als bei normalen Feuerzeugen zu sein. Wir haben schon zwei dieser Tafeln, aber wozu das Feuerzeug? Kann ich auch noch. Ich erinnere mich halt gerade an den ersten Teil, wo wir auch ein Feuerzeug hatten, wo wir dann diese Ranken irgendwie angezündet haben. Aber in diesem Falle hier weiß ich gerade nicht, was ich da machen kann. Die Tür links habe ich noch nicht ausprobiert. Und dieses Atmen ist auch kaputt. Okay, so links, rechts geht's auch nicht weiter. Da, wo der Kreis ist, ist die Klappe. Das muss man sich mal merken. Wer weiß, was wir da noch finden. Und dann. Ah, da gehen kann man auch speichern. Da konnte man speichern. Ja. Ach so. Nee, jetzt gehe ich in die falsche Richtung. Genau. Ich will hier wieder durch. Und dann war das hier. Ja, ist zwar blöde, aber ich speichere jetzt noch mal eben ab, weil das so kompliziert hier ist mit den Türen und so, finde ich. Und dann, wenn irgendwas ist, muss ich das nicht noch mal machen, weil ich verlaufe mich hier so schnell mal. So. Alles klar. Gut. Haben wir gemacht. So, jetzt gehe ich in diesen furchtbaren Gang mit den mehreren Zellendingern. So. Die Frage ist, wo musste ich dafür nochmal lang? Ich glaube, nach ganz hinten. Genau. Aber es ist egal. Man kann auch da eine der hinteren nehmen. Die letzte oder die vorletzte. Beide gehen anscheinend. Nehmen wir mal die vorletzte. Nee.
Hier kommt man ja gar nicht durch. Das ist ja einfach nur dieser Blödraum. Dann nehmen wir die letzte. Nehmen wir den. Und dann gehen wir auf die andere Seite. So. Oh oh. Was ist denn hier noch? Wer kommt mir hier entgegen? Irgendwas rennt hier noch rum. Komm her. Komm her, komm her, komm her. Komm schon. Sehr gut. Dann fangen wir mal hinten an. Wow. Wow. Guckt euch mal den Raum hier an. Warte, hier kommen wir doch her mit Eddie, oder nicht? Das ist der Raum mit Eddie. Ach so. Boah, ich dachte, das wäre jetzt ein komplett neuer Raum. Warum höre ich denn schon wieder ein? Wollt ihr mich verarschen? Oh Mann, oh, ich habe keine Lust, die immer wieder zu machen. Ich glaube, ich muss hier rechts in den Gang rein. Deswegen ist da noch einer. Ach, und da hinten war versperrt, alles klar. Aber dann, weiß ich nicht, komme ich da durch? Ich muss hier auf jeden Fall, glaube ich, gleich mal die nächste rechts. Und dann ist da auch das Vieh wahrscheinlich. Oder? Ist der hier auf dem Gang? Wie kann denn das sein? Ich habe den doch gerade getötet. Wie kann denn das sein? Ich verstehe das nicht. Tausendmal getötet und... ja, witzig. Kann das jetzt mal aufhören hier? So, war ich jetzt hier schon mal oder nicht? Jein. Ich glaube, ich weiß nicht. Wenn ich jetzt hier rechts nochmal um die Ecke gehe... dann ist da... ach, hier, genau, ja. Dann ist dieser eine Raum ja offen. Genau der hier. Aber da war ja nichts, da war ja nur das dreckige Klo. Okay. Ich wollte mich nur vergewissert haben. Jetzt bin ich zu weit gelaufen, ne? Ich muss ja durch die Tür. Oh Gott, ich verirre mich hier. Karte, bitte. Ja, hier die Tür. So. Kommt das Vieh jetzt wieder? Das reicht mir nämlich langsam hier auch. Dreimal ein Monster töten an derselben Stelle ist ja auch ein bisschen übertrieben. Ich will eigentlich die nächste links. Da waren wir nämlich noch nicht. Oh, 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 oh. Wow. Wow. Scheiße. Boah, ist das schlimm. Ich habe eine Wachspuppe. Überall auf dem Bett und dem Boden liegen Bücher verstreut. Oh, ich habe Angst, dass hinter mir einer kommt. Schwarze Magie aus dem Abgrund, wie der Auferstehung der Toten. Die Chronik des Agrippa, Manuskript der eisernen Ringe. Ich schätze, ich sollte mir darüber nicht zu viele Gedanken machen. Aha. Hier, das Silent-Hill-Zeichen. Opferung, Kunst der Dämonenbeschwörung, Foliant des Seers. Das Fest der Sukubi. Okay, ich weiß nicht, was hier los ist, aber... hier geht's durch. Hallo! Scheiße. Ich muss erstmal die Gänge kontrollieren. Okay. Ich muss die Gänge kontrollieren, Leute. Boah, ich weiß dazu auch nicht mehr viel langsam zu sagen. Es ist einfach nur ganz schlimm hier. Hier kommen wir auf die andere Seite. Oh Gott, dann fangen wir mal hinten an, oder? Ja.
kaputt. Was ist denn da? Da geht bestimmt hinten einer lang. Erschreckt der mich hier von hinten? So ein Arsch. Es sind anscheinend doch immer mehrere, die hier rumlaufen, aber ich habe ihn gekillt. Die ist offen, die Tür. Warum ist die Tür offen? Ich glaube, hier war ich schon, ne? Hier komme ich her. Oder? Nee, ich komme von da hinten her. Okay, das heißt, ich kann von hier aus in die rechts rein testen, ob ich da rein kann. Was war das für ein Geräusch? Und was ist das hier? Oh Gott. Hier ist irgendein Rätselscheiß. 436 Zuschauer bei einem Konzert. Also ist 436 wahrscheinlich irgendein Code. Was ist das für ein Geräusch? Was ist das für ein Bild? Brennender Mann. Was läuft da draußen rum, bitte? Das klingt gar nicht nach so einem einfachen Monster wie die anderen. 436. Hilfe. Ey, ich hab richtig Angst rauszugehen. Was ist hier? Was ist das? Was ist das für ein Geräusch? Wo guckt er da hin? Was ist in der Zelle? Da ist irgend... Ich... Ich habe die Tafel der Unterdrücker. Hier sind Magazine, nichts wirklich Interessantes. Ey, James. Oh mein Gott. Die Eisenstangentür ist fest verschlossen. Ich kann sie nicht aufbrechen. Warum nicht? Doch was läuft hier lang? Ich komme hier nicht mehr raus. Was? Hallo? Warum ging sie jetzt wieder auf? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Jetzt ist sie offen. Achso. Na dann. Oh Gott, was war denn da bitte in den Zellen? Und ich habe keine Ahnung, ob ich da jetzt alles habe, was ich brauche. Ich werde auf jeden Fall jetzt hier einen Cut machen und wir sehen uns im nächsten Part von Silent Hill 2 wieder. Bis dann. Tschüss.